Der Goldjunge ist wieder daheim. Nach seiner Rückkehr aus China wurde Benjamin Karl am Hochstein empfangen. Freunde, Familie und DVB-Funktionäre feierten den frischgebackenen Olympiasieger. Ab nach China lautet die Devise. Secret Garden, deine Spielwiese. Noch einmal Gas geben, vorher ordentlich dehnen und schon lässt du hinter dir auch den Slowenen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freizeit ganz gewaltig, dass der Benni so eine Erfolge gemacht hat. Und dass ich jetzt noch beim Doktor von Benni dabei sein darf, man, das freut mich auch ganz gewaltig. Nochmal Gratulation für den Benni. Das ist natürlich der Hammer, nicht? Wir verfolgen ihn schon jahrelang, also fünfmal Weltmeister und die Goldene. Das ist der Hammer. Du weiter so, Benni, war ein Traum. Zuerst spielte das Blechbläserquintett Personare auf, danach tauchte Karls Geschenk auf. Mit seiner eigenen Olympiagondel fuhr Karl zum Abendessen auf die Moosalm. Benni ist in der Sportmittelschule St. Pölten in die Schule gegangen und ich habe ihn dort unterrichtet und mehr oder weniger die ersten Jahre gefördert. Und jetzt extra heute? Und jetzt extra angereist, weil Olympiasieger gibt es nicht jeden Tag. Ne? Und wen haben wir noch dabei? Der Gerald Ring. Hallo. Stell dich vor, lieber Gerald, früher selber Snowboard-Profi ich gewesen. Ich war viele, viele Jahre, bevor der Benni überhaupt noch Snowboarden war, war ich schon Snowboarder. Okay. So Mitte 90er Jahre. Ja, so quasi vielleicht dem Benni ein bisschen eine Motivation auch gewesen. Damals, als ich noch ganz klein war, da bin ich schon in der Pro-Tour gefahren. Ja, und zum Glück hat er mehr gerissen als ich. Ich war ganz gut dabei, aber der Benni ist jetzt top mit der Geschichte. Ja. Sehr nett. Wir sind nur die Anhängseln. Ja, es ist, man kann es noch gar nicht so verkraften. Man wird ja, es geht von einem Medientermin zum anderen und ich habe über 300 Nachrichten per WhatsApp zu beantworten und so weiter. Ich glaube, das kommt dann schön langsam so, wenn man wieder zur Ruhe findet und wenn man sich irgendwann daheim einmal die Medaille genauer anschaut, dann kommt das richtig erst, wo man es realisiert. Du hast wieder mal Mut bewiesen und kurzfristig ins Board gewechselt. Magst du uns einmal kurz erzählen, wie ist das zustande gekommen? Du bist nie damit gefahren vorher. Wie? Ja, meine Mutter hat mit dem zufällig zum Schreiben angefangen, mit dem Hersteller von dem Brett. Und dann hat er gesagt, okay, ich schreibe mal deinem Sohn und was er davon haltet. Und dann hat mir er die Idee erläutert, wer das sieht, wer das Brett sieht und was er besser machen kann wie andere. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich probiere das. Wenn du mir schneller Brett baust, dann probiere ich das. Und teste es noch in Österreich, sofern möglich. Und dann ist aber das Brett nicht dahergekommen. UPS hat das irgendwie nicht geschafft, in der Zeit herzubringen. Und ja, dann habe ich gesagt, ja wurscht, dann nehme ich es gleich mit nach China. Auch natürlich mit der bestehenden Brettmarke und mit der neuen. Und habe gesagt, ich teste es in China und was schneller ist oder besser ist, das nehme ich dann. Und dann war es so, dass es wirklich, also die Versprechen von dem Bretthersteller, von Frank, haben gehalten und es ist wirklich bei den Tests besser gewesen. Dann habe ich gesagt, dann riskiere ich es auch. Jetzt kennen wir die eigentlich alle eher als coole Socke, aber das war dir dann auch nicht mehr wurscht, sag ich jetzt einmal, wie du über die Ziellinie gefahren bist. Was ist da als erstes durch den Kopf gegangen? Ich weiß gar nicht, ob man das. Ihr müsst euch da in die Situation hineinversetzen, wenn man ein Ziel 25 Jahre lang, 26 Jahre lang verfolgt, wie man als 10-Jähriger das Ziel gesetzt hat, Olympiasieger zu werden. Und dann 26 Jahre später das Ziel in Erfüllung geht, da kommen dann die ganzen Gedanken, alles was man bis dorthin gemacht hat, an welchen Schrauben man gedreht hat, den Lebensweg, der ganze Lebensweg kommt dann eigentlich wieder in den Kopf. Und das ist halt, das sind dann die Emotionen, die überwältigen einen. Ja.
haben uns heute zu einem ganz besonderen Anlass hier auf der Moosalm eingefunden. Benjamin Kalis, Weltmeister. Olympiasieger, Entschuldigung, das gibt es nicht. Olympiasieger, sorry. Du kannst es selber auspacken jetzt. Ja, bitte unbedingt. Es wird künftig einen Benjamin-Karl-Weg geben. Wir haben jetzt gesehen, wie fit du noch immer bist und leistungsfähig. Die nächste Olympiade wäre quasi vor der Haustür. Bist du da noch dabei? Ich glaube, dass man ja das mit der Leistungsfähigkeit ist nicht so, dass man, wie wenn man das Licht im Keller abdreht, dass es auf einmal dunkel ist. Ich glaube, dass man, wenn man sich sehr auf seinen Körper schaut, und das mache ich nicht nur seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren, seit mindestens 10 Jahren bin ich extrem auf die Ernährung, auch was das Training betrifft, auch geistige Gesundheit und so weiter. Und ich glaube, das ist, ja, das zahlt sich schon aus. Und ich glaube, unsere Generation kann noch sehr lange sehr fit sein, wenn sie auf sich schauen. Also dementsprechend ist noch lange nicht Schluss.